Herzlich willkommen. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich führe Sie durch den heutigen Tag, den 5. Deutschen Verbrauchertag. Schön, dass Sie diesen Tag mit mir teilen. Die Sharing Economy ist noch sehr jung und sie fängt gerade erst an, ihr wirkliches Potenzial zu entfalten. Das bedeutet, dass das Teilen, eine soziale Praxis, plötzlich zum Gegenstand merkantiler Handlungen wird. Das verbirgt sich hinter dem Begriff der Share Economy. Haben statt teilen? Praktisch scheren wir noch wenig in Deutschland. Theoretisch würden Verbraucher vieles teilen. Werkzeuge, Autos, Fahrräder, Bücher, CDs, Gartengeräte. Also ich bin beim Carsharing dabei. Ich teile tatsächlich nicht allzu viel. Ich habe schon mit Freunden geteilt, Gartengeräte. Wir teilen bei uns im Haus eine ganze Menge. Ich teile Waffeleisen und andere Geräte. Ich teile mein Fahrrad. Bei uns zu Hause wird ziemlich viel geteilt, immer schon. Auch in der Sharing Economy müssen Schutz- und Standardniveaus gelten. Sie geben uns Sicherheit im Konsumalltag. Deshalb darf die Sharing Economy eben nicht als Deckmantel genutzt werden, um Verbraucherschutzvorschriften zu umgehen. Wo soll der Staat eingreifen? Wo muss er es? Und wo sollte er sich tunlich raushalten? Nutzen und Risiken sind auch gerade in der Sharing Economy zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es wird eine Herausforderung sein, dabei die Verbraucherrechte zu wahren. Deswegen plädiere ich immer für eine Selbstregulierung. Die Unternehmen sollten miteinander reden, sie sollten sich überlegen, was sinnvoll ist. Ich bin überzeugt, dass wir die Regeln nicht der Ökonomie überlassen dürfen. Kommt zu Monopolisierungstendenzen. Das hängt von verschiedenen Dingen ab, kann man sagen. Die Gefahr besteht zweifellos und die ökonomische Forschung konzentriert sich auch schon eine ganze Weile darauf, wann kommt es eigentlich zu der Monopolisierung und warum entsteht die? Und da haben diese Plattformen schon die Tendenz, eine Monopolisierung auszulösen. Angebote, die auf Kosten von Sicherheit, Verbraucherrechten oder fairer Bezahlung gehen, sind aus meiner Sicht nicht fortschrittlich. Rechtsbruch ist keine innovative Geschäftsidee. Recht und Gesetz sind keine altmodische Frömmelei, sie sind Garanten für Gerechtigkeit. Das gilt auch in der digitalen Welt.